Ja, ich bin Reinhard Loske, Verkehrs- und Umwelt- und Bausenator im schönen Bremen. Bremen ist eine Fahrradstadt. Bei uns in der Stadt werden ungefähr 25% aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt. Es ist also kein randständiges, unbedeutendes Verkehrsmittel, sondern ein bedeutendes Verkehrsmittel, das wir auch noch weiter ausbauen wollen, weil es unserer Stadt gut tut, weniger Autos, weil es dem Klima gut tut, weniger CO2-Ausstoß und auch weil es der Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger gut tut. Was konkret wird denn in Bremen? Bremen arbeitet ja zurzeit in einem Klimaschutzkonzept für 2020, also für die Zukunft. Was konkret wird zum Thema Fahrradfahren hier getan, um das zu fördern? Also insgesamt ist es natürlich eingebettet in eine verkehrspolitische Strategie, die vorsieht, den öffentlichen Personennahverkehr auszubauen oder innovative Konzepte wie zum Beispiel das Carsharing zu entwickeln. Und da spielt der Radverkehr auch eine große Rolle. Und das Ziel ist, dass wir den Anteil des Radverkehrs von heute knapp einem Viertel auf deutlich über 30% bringen. Das heißt, wir wollen Rahmenbedingungen schaffen, die es attraktiv erscheinen lassen für unsere Bürgerinnen und Bürger aufs Fahrrad umzusteigen. Und zwar es nicht nur als Freizeitgerät zu nutzen, sondern auch als Alltagsgerät. Denn das ist ja das Besondere daran. Und da werden verschiedene Maßnahmen ergriffen. Das geht vom Ausbau der Radwege, auch Verschmälerung von Straßen und gleichzeitig mehr Platz geben für Fußgänger und Radfahrer über Beschilderung, ganz wichtig, bis hin zur Schaffung von Schnittstellen, also Übergangsbereiche schaffen von Fahrrad auf öffentlichen Personennahverkehr beispielsweise. Also das heißt Parkmöglichkeiten für Fahrräder, auch das ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen natürlich soll es auch in den Schulen eine große Rolle spielen, dass von Anfang an die Bedeutung des Fahrradverkehrs für die Schülerinnen und Schüler hervorgekehrt wird. Welche Maßnahmen, wenn man sozusagen von Anfang an mal denkt, welche Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs hältst du für die wichtigsten? Also ist es eher eine Frage von PR, von Motivationspolitik oder eher eine Hardwarepolitik, also Infrastruktur bilden? Und wie würdest du das nochmal konkreter sagen? Also verkehrspolitisch würde ich sagen, wenn alle die Leute, die heute mit dem Fahrrad fahren, mit dem Auto fahren würden, hätten wir schon ein totales Verkehrschaos hier bei uns in der Stadt. Ja, das heißt, es ist auch von Nutzen für die verkehrspolitische Situation in der Stadt. Und die Maßnahmen, die man unbedingt fördern muss, sind vor allen Dingen diejenigen, die im Bewusstsein der Bevölkerung klar machen, das ist ein Alltagsverkehrsmittel. Es ist bequem. Man kommt am schnellsten von A nach B mit diesem Verkehrsmittel, mindestens im Innenstadtbereich. Und es ist auch eine Sache, die einfach eine ruhige Atmosphäre in die Stadt bringt, weniger aggressiv als beispielsweise der Automobilverkehr. Also insofern, glaube ich, muss man an verschiedenen Stellen ansetzen. Es fängt ganz früh an bei kleinen, ne, bei unseren kleinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in dem Kindergarten oder in der Schule, dass man eben das auch gleich fördert und als Selbstverständlichkeit darstellt. Und geht bis hin auch zur Vorbildwirkung. Beispielsweise, ich selber fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich glaube, wenn das zur Normalität wird, oder wir hatten früher einen Bürgermeister hier, den Henning Schärf, der auch mit dem Fahrrad unterwegs war, wenn es nicht irgendwie gesehen wird als eine Angelegenheit, die, naja, ein paar Spinner, sondern es ist ein ganz normales Verkehrsmittel, dann setzt sich das auch durch, weil die Vorzüge einfach zu deutlich sind. Es ist gut für die Gesundheit, es ist gut für die Mobilität, es ist gut für das Klima, es ist gut für die Luftqualität. Es hat einfach verdammt viele Vorzüge. Und es ist nicht mehr so, wie es heute noch bei einigen Betonköpfen gesehen wird, es ist irgendwie Kinkerlitzchen oder unbedeutend, sondern es ist eines der zentralen Verkehrsmittel in der modernen Stadt. Es ist sozusagen, es schafft mehr Urbanität und ist ja, hip, würde ich sagen. Welche Rolle spielen für dich Radwege? Ist das ein wichtiger Punkt? Würdest du, wenn du dir eine Straße anguckst, die ohne Radwege ist, und da sind Fußgänger, da parken Autos, auch auf der Straße und so weiter, wie wichtig ist es und wie sollte man Radwege angehen an solchen Straßen? Also ich würde sagen, Radwege sind sehr wichtig, vor allen Dingen an den großen Straßen. Sie sollten idealerweise beidseitig sein. Aber wenn sie nur einseitig sind, dann müssen sie hinreichend breit sein, damit man sich da begegnen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Allerdings gibt es auch viele, die das Argument ins Feld führen,
Man sollte nicht überall Radwege haben, sondern die Straße sollte eigentlich allen gehören. Also den Autofahrern, den Radfahrern, den Moped- oder Motorradfahrern. Die haben so ein Konzept entwickelt, das heißt Shared Space, nicht wahr? Wo alle miteinander versuchen, gut auszukommen. Das halte ich an verschiedenen Stellen für sinnvoll. Wir wollen das hier in Bremen auch experimentell uns mal angucken, wie das geht. An den großen Hauptverkehrsadern würde ich sagen, müssen Radwege sein. Also am Osterdeich beispielsweise ohne Radweg würde ich mir sehr schwierig vorstellen. Aber wichtig ist natürlich auch, dass man angemessene Geschwindigkeiten bei den Autos hat. Das gehört sozusagen zusammen. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Deswegen Tempobegrenzung auf 30 oder maximal 50 sind auch eine Maßnahme, die das Fahrradfahren erleichtern. Fahrradverkehr an Straßen, wo sehr schnell gefahren wird, der muss unbedingt getrennt werden vom Automobilverkehr, sonst ist es zu gefährlich. Gerade auch für ältere Leute. Wir wollen ja nicht nur, dass es so nur die Fitten benutzen, sondern es soll ja für jeder Mann und jede Frau ein Verkehrsmittel sein. Deswegen ist der Sicherheitsaspekt schon sehr ernst zu nehmen. Ihr plant ja im Augenblick am Tiefer einige Veränderungen vorzunehmen. Könntest du dazu mal was sagen? Ja, das ist ein großer Verkehrsknotenpunkt, kann man sagen, in Bremen, der sehr stark an den Bedürfnissen des Autoverkehrs ausgerichtet ist. Und das wollen wir jetzt umbauen. Wir wollen die Straße schmäler machen und wollen mehr Platz schaffen für Fußgänger und für Radfahrer, sodass wir dann an beiden Seiten Rad- und Fußwege haben. Und wir nehmen also dem Autoverkehr Platz weg und geben es den Fußgängern und den Radfahrern. Das ist auf jeden Fall auch zu rechtfertigen und wird in der Stadt auch insgesamt sehr begrüßt. Also beispielsweise der Fahrradfahrerclub, den wir hier haben, der Allgemeine Deutsche Fahrradfahrerclub, hat das schon seit langem gefordert und wir haben es vor kurzem in den politischen Gremien gehabt und es hat dort einstimmige Unterstützung bekommen. Das war mir auch sehr wichtig, sodass das breit getragen wird. Also da geht es wirklich darum, dem Rad und dem Fußgänger mehr Platz zu geben. Du hast ja auch Erfahrungen in Nottingham, weil du da gestudiert hast und hast dir in dieser größeren englischen Stadt ja auch angeguckt, wie das läuft da mit dem Fahrradfahren. Was würdest du raten, wenn man von außen raten darf überhaupt? Ja, das ist grundsätzlich mal der Punkt, dass man die Bedingungen genau kennen muss, um ein gutes Urteil abgeben zu können oder einen guten Rat geben zu können. Aber die Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, die wir vielleicht auch für andere von Nutzen sein können, sagen wir mal, das ist vor allen Dingen, dass man dem Radverkehr Platz gibt und dass man ihm ganz bewusst offensiv Vorteile verschafft gegenüber dem Auto. Beispielsweise gegen Einbahnstraßen fahren zu dürfen, ist ganz, ganz wichtig. Ja, weil man dann die Wege abkürzt. Wo immer möglich eben eigene Strecken. Wichtig ist auch Beschilderung. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und insgesamt würde ich sagen, das habe ich ja in Bezug auf Bremen vorhin schon gesagt, hat der Radverkehr, es ist ein beruhigendes Verkehrsmittel, nicht? Ich meine, es gibt zwar, wenn man so wie wir 25% Fahrradfahrer oder Fahrradverkehr am Gesamtverkehr hat, dann hat man ja einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung. Man hat die Floater, die eher so langsam vor sich hinfließen. Man hat auch die Raser, die sehr schnell fahren, hat man auch. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass das Verkehrsmittel Fahrrad eine beruhigende Wirkung auf den gesamten Verkehrsfluss hat. Das ist definitiv so. Und in Kombination mit einem starken ÖPNV ist das schon ein sehr guter Umweltfaktor, auch ein Lebensqualitätsfaktor. Also jetzt aus einer Perspektive der Luftreinhaltung, um beispielsweise Stickoxidemissionen oder Staubemissionen zu reduzieren, ist es ja durchaus sinnvoll, dass der Verkehr fließt. Das ist richtig. Deswegen ja auch die ganze Diskussion um eine grüne Welle, das meiste, was man durchfahren kann. Aber man darf nie vergessen, die grüne Welle des einen ist die rote Welle des anderen. Das wird allzu häufig vergessen. Deswegen versuchen wir natürlich schon, Verkehr zu bündeln, auf bestimmte Hauptachsen zu bekommen. Und da dann auch dafür zu sorgen, dass die Verkehre zügig abfließen können. Da ist natürlich die Ampelschaltungen sind sehr, sehr wichtig. Beim Tiefer jetzt ganz konkret ist es so, dass wir das Profil der Straße von 13 Meter auf 12 Meter reduzieren, um eben einen zusätzlichen Meter für die Radwege zu haben. Aber die Verkehrsmengen, das haben unsere Verkehrsingenieure berechnet, die da anfallen, können da noch problemlos durchfließen. Dennoch möchte ich sagen, das verhält sich sozusagen komplementär zueinander. Also die Geschwindigkeiten der Automobile
angemessen zu halten, also zu reduzieren auch, Tempolimits einzuführen und die Schaffung von vorteilhaften Bedingungen für den Fahrradverkehr. Das gehört für mich zusammen, muss ich sagen. Und ansonsten versuchen wir natürlich, den Verkehr, der nicht unbedingt durch die Stadt fahren muss, außenrum zu lenken. Das halte ich auch für eine sehr, sehr wichtige Sache. Wir haben beispielsweise ein großes Ringstraßenprojekt hier in Bremen, was auch sehr umstritten ist, natürlich, ist vollkommen klar. Aber es hat das Ziel, den Anteil des Durchgangsverkehrs deutlich zu reduzieren. Und damit eben auch die Rahmenbedingungen für Radverkehr deutlich zu verbessern. Aber für mich ist nochmal der ganz, ganz wichtige Punkt, also es wird ja häufig so gesagt, dass Verkehrsplanung von Männern aus der Perspektive der Windschutzscheibe gemacht wird. Nicht? Das ist einfach lange Jahre so gewesen, auch in Bremen, wo riesige Straßenprojekte durch die Stadt geschlagen werden sollten. Und das ist eben auch eine Frage der Herangehensweise in der Planung. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man sich versucht, auch in die Rolle der schwächeren Verkehrsteilnehmer, also der Fußgänger und der Radfahrer, die ja zusammen ungefähr die Hälfte der gesamten innerstädtischen Verkehre ausmachen. Das wird ja häufig völlig vergessen. Und dass man eben wegkommt von der Vorstellung, naja, Fahrrad ist ein Fun- und Freizeitgerät. Das kann es meinethalben auch sein. Aber es ist vor allen Dingen eben ein Alltagsverkehrsmittel. Man muss wegkommen von der Vorstellung, naja, das ist irgendwie so eine randständige Sache, so eine Geschichte, na, ist schön, so nice to have, ne, wie man im Englischen sagt. Es muss klar sein, dass man systematisch die Verkehrsplanung, die Wegebeziehungen so ausrichten muss. Das fängt bei der Beschilderung an, geht über die Möglichkeit, auch gegen die Einbahnstraßen fahren zu können, geht über Radwege und geht auch über solche innovativen Konzepte wie Shared Space, wo wir aber erst noch am Anfang stehen. Insgesamt ist es sehr wichtig, im Verkehrsbereich ein stärker partnerschaftliches Verhältnis, glaube ich, zu fördern. Und dazu gehören eben ganz klar auch angemessene Geschwindigkeiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Den Zusammenhang sehe ich eindeutig. Je langsamer der Automobilverkehr, oder sagen wir mal so, wenn der Automobilverkehr angemessen fährt auf Nebenstraßen 30 und auf Hauptstrecken 50, desto einfacher ist es, dem Radverkehr mehr Platz zu geben. Ich hatte in diesem Papier, was ich dir gegeben hatte, ja ein bisschen dargestellt, wie die Fahrradkultur in Großbritannien zurzeit aussieht, im Gegensatz zu unserer Fahrradkultur. Dass eben die Kinder fahren im Wesentlichen, die haben alle ihre Kinderräder noch. Also auch dort 85% der Kinder haben Fahrräder. Die hören dann aber relativ schnell mit dem 10. Lebensjahr spätestens auf, fahren auch im Allgemeinen nicht damit zur Schule, sondern benutzen das als Fun-Gerät. Gibt es für dich eine Erklärung, warum es diesen Kulturunterschied zwischen den beiden Ländern gibt? Also sicherlich ist es auch eine Frage des Vorlebens. Wenn es die jeweils davor laufende Generation nicht macht, dann macht es die nachfolgende auch nicht so ohne weiteres. Das ist sicherlich ein Problem. Man muss sozusagen eine durchtragende Linie haben. Deswegen glaube ich schon, dass den Schulen dann ein hoher Stellenwert, eine große Bedeutung zukommt. Also bei mir in der Familie, ich habe einen Jungen, der fährt mit dem Fahrrad, ich habe ein Mädchen, die fährt mit dem Fahrrad, die fahren immer mit dem Fahrrad. Das ist aber hier so üblich. Das ist die allermeisten, die es eben ermöglichen können, fahren mit dem Fahrrad, weil es einfach am bequemsten ist. Das muss man so sehen. Ich glaube, bei sowas geht es immer auch um Role Models, ne? Oder Vorbilder, um Leitbilder. Also ich glaube schon, dass da schon, ohne jetzt allzu pädagogisch sein zu wollen, dass den Schulen da ein bestimmter Stellenwert zukommt, dass sie das ermutigen müssen und auch Anreize dafür schaffen sollten. Wie die genau aussehen, muss man dann im Detail drüber reden. Aber dass es da diesen Fadenriss gibt, ich frage mich umgekehrt auch mal beim Reiten, nicht wahr? Wenn man so die Mädchen mal guckt beim Reiten, ja, die Mädchen sind immer diejenigen, die dominieren, bis 14, 15, 16. Und wenn du dann am nächsten Sonntag Fernsehen guckst, ein Springreiten, da sind dann 90% Männer und 10% Mädchen. Da frage ich mich immer, wo sind die geblieben? Diese ganzen euphorischen Mädchen, ne, beim Reiten, die ja mit ihrer ganzen Liebe zu den Pferden, dass sie nur darauf fixiert sind. Irgendwann sind es nur noch oder fast überwiegend Männer. Da muss irgendwas passieren auf dieser Strecke. Ich kann das nicht genau erklären, aber vielleicht ein Punkt müsste sein, dass man wegkommt von dieser Rambo-Kultur, nicht wahr? Also Helm auf und so stark bewehrt und dann breite Reifen und so. Das ist für Mädchen einfach nicht so attraktiv. Die haben es vielleicht eher leicht und grazil oder wie auch immer. Deswegen ist es wahrscheinlich auch eine Designfrage. Aber vor allen Dingen ist es eine Kulturfrage, denke ich. Es ist vor allen Dingen eine Kulturfrage, wie das Fahrradfahren angesehen wird. Und wenn es zu stark auf Helm und Sicherheitsweste und breite Reifen und quietschende Reifen am besten noch ausgerichtet ist, dann ist das eine Sache, die viele Mädchen vielleicht eher abstößt. Ne? Deswegen nochmal, ich glaube, es ist gar nicht, man muss das gar nicht pathetisch oder besonders hochgestochen sagen, es muss einfach zum Alltagsgerät werden. Ja, das ist, glaube ich, der entscheidende Gedanke.
Und dann muss man stärker die Vorzüge rausarbeiten, denn es muss ja nicht jeder, das ist, denke ich hier auch oft, nicht? Manchmal streite ich mich mit jemandem und finde, der hat ganz furchtbare Ansichten, hinterher höre ich, das ist ein überzeugter Radfahrer. Also es ist ja nicht so, dass man ein guter Mensch sein muss, um Fahrrad zu fahren oder dass man die richtigen Ansichten haben muss, um Fahrrad zu fahren, sondern dass einfach die alltäglichen Vorzüge wie Bequemlichkeit, auch Fitness, und ein gutes Gefühl, sagen wir mal, was die Luftqualität betrifft. So, das sind schon Faktoren, die insgesamt sehr stark für das Fahrrad sprechen. Aber die Aufgabe der Politik, und ich rede ja hier vor allen Dingen als Politiker, ist eben die Rahmenbedingungen so förderlich zu schaffen, dass es auch möglich und leicht möglich wird, das Fahrrad zu benutzen. Es geht bis hin zu so einer Frage, wir diskutieren zurzeit, ob wir hier ein Fahrradleihsystem einführen. Ich meine, manche sagen, es ist nicht nötig hier in Bremen, hier gibt es so viele Fahrräder. Andere sagen, wenn hier jemand von außerhalb hinkommt, der sollte vielleicht so ein System vorfinden in Berlin und demnächst auch in Hamburg hat man das ja schon, dass man dann eben diese Call-a-Bikes beispielsweise oder dass die Deutsche Bahn das anbietet oder andere. Finde ich auch interessant. Also ich glaube schon, dass, ich sag's nochmal, es muss klar sein, dass es ein normales, attraktives Verkehrsmittel ist. Und das ist, dass man es auch nicht so sehr ideologisch aufbläst, so nach dem Motto, das ist eine klimapolitische Großtat, wenn du mit dem Fahrrad fährst, sondern mehr so die praktischen Vorzüge. Wie müsste, nochmal zur Politik dann eben zurück, wie müssten denn die Rahmenbedingungen aussehen, um das mal einzuengen, um es für junge Mädchen interessant zu machen, Fahrrad zu fahren oder für die bequem zu machen? Oder also was kann Politik tun? Ich weiß gar nicht, ob es so eine Gender, für die Politik, ich rede jetzt nur von der Politik, ob es so eine genderspezifische Herangehensweise so sinnvoll ist. Weil wenn man mal davon ausgeht, dass die wichtigsten Voraussetzungen dafür sind, dass es Radwege gibt, dass es Möglichkeiten auch gibt, sich quer durch die Stadt zu bewegen, Stichwort gegen Einbahnstraßen fahren, dass es eine gute Beschilderung gibt, dass es eine hohe Sicherheit und wechselseitige Rücksichtnahme gibt, dann hat das für mich gar nicht mal primär eine Gender-Komponente. Vielleicht doch, ich bin mir nicht so ganz sicher, während ich spreche, merke ich das. Also vielleicht muss man die Aggression rausnehmen aus diesem Verkehr. Weil eigentlich ist der Fahrradverkehr ja eher eine Verkehrsform, die ruhig und befriedend wirkt. Aber wenn die durch die Werbung und so weiter sehr stark das Ideal läuft Richtung aggressiv, schnell, Helm, Sicherheit und so, dann ist das vielleicht die falsche Richtung. Dann müsste man vielleicht eher abrüsten, möchte ich fast sagen, und mehr Angemessenheit und Normalität da reinbringen. Aber als Politiker glaube ich schon, dass die Aufgabe relativ klar definiert ist. Die Planung muss weg aus der Windschutzscheibenperspektive hin auch Richtung Radfahrerperspektive. Und wie soll ich sagen, Partnerschaft zwischen den Verkehrsträgern. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Das heißt, die Planungskultur muss sich ändern. Das schlägt sich beispielsweise auch darin nieder, dass man in der Planung eben nicht nur 45- bis 55-jährige Männer sitzen hat, sondern auch Frauen sitzen hat, die vielleicht anders da drauf schauen. Aber so richtig jetzt eine, wie soll ich sagen, eine Frauen- oder Mädchenspezifische Radverkehrspolitik, ich glaube, die würde gar nicht so anders aussehen wie eine Radverkehrspolitik für alle. Bei uns ist noch ein großes Thema in England, das Fahren auf dem Fußweg. Und zwar gegen den heftigen Widerstand vor allen Dingen der Behinderten. Also ja, ein riesen Ding daraus machen. Ist das in Bremen auch so, dass die Behinderten ein großes Problem mit Fahrradfahrern? Also ich würde mal so sagen, die Behinderten haben natürlich auch vollkommen berechtigte Anliegen. Und es sind nicht nur Behinderte, sondern in Zukunft eben auch jede Art von mobilitätsgehandicapten Menschen, vor allen Dingen auch ältere Menschen, Stichwort demografischer Wandel und so. Das merken wir bei diesem Shared Space Konzept, wo ja eigentlich das Grundprinzip ist, Rücksichtnahme, wechselseitige Rücksichtnahme, Blickkontakt suchen und sagen, ja, mach du und ich halte mich zurück. Das ist natürlich für Leute, die gehandicapt sind, also extrem natürlich bei Blinden, aber auch bei anderen, wird das nicht so gerne gesehen. Wir haben hier Gott sei Dank einen Landesbehindertenbeauftragten, den Herrn Steinbrück, den Sie ja wahrscheinlich auch kennen, der aufgeschlossen ist, aber trotzdem ist das nicht trivial, dieses Problem, muss man ganz klar sehen. Bei den Radfahrern, auch das nochmal als großer Radfahrer, Radverkehrsfreund muss man auch sagen, es gibt auch einige sehr aggressive Radfahrer. Also wenn man sagt, wir zielen darauf, dass der Anteil des Radverkehrs am innerstädtischen Verkehr auf 30-40% anwächst, dann ist das natürlich dann auch so viel, dass man da die gesamte repräsentative Breite der Bevölkerung hat. Von sanften, floatenden Menschen bis hin zu aggressiven Rüpeln, sage ich jetzt mal, die es auch im Fahrradverkehr gibt. Das muss man sagen. Und es gibt einige Sachen hier, die würde ich auch nicht gut. Es gibt zum Beispiel die Forderung, hier den Bahnhofsvorplatz
für den Fahrradverkehr völlig frei zu machen. Das finde ich nicht gut, muss ich sagen. Wenn da morgens aus dem Bahnhof Tausende von Menschen rausströmen und dann Radfahrer da voll durchfahren, das finde ich nicht richtig. Also das ist auch an mich herangetragen worden, da habe ich gesagt, nö, das finde ich nicht richtig. Da hat es auch von den Fahrradlobbyisten dann auch durchaus negative Reaktionen gegeben. Aber da war ich dann auch eher dagegen. Also was ich sagen will ist, dass natürlich die Fahrradfahrer ihrerseits auch Rücksicht nehmen müssen, beispielsweise auf die Fußgänger oder auf Behinderte und so weiter. Aber grundsätzlich ist es schon so, es ist jetzt Zeit, die Perspektive zu wechseln. Und die Perspektive war viel zu lange die durch die Windschutzscheibe. Danach soll die Stadt ausgerichtet werden, die autogerechte Stadt. Das muss komplett umgedreht werden. Das Auto gibt es, damit müssen wir umgehen. Und es hat sicherlich auch seine Vorzüge auf die mittlere Strecke. Aber in der Innenstadt sind die Beine, das Fahrrad und der öffentlichen Personennahverkehr eigentlich die besten Verkehrsmittel. Das kann man definitiv so sagen. Das Auto haben wir auch, das müssen wir sauberer hinkriegen. Deswegen haben wir hier beispielsweise die Umweltzone. Wir müssen versuchen, dass es verbrauchsärmer wird. Wir müssen uns auch Gedanken machen über gemeinschaftliche Nutzung wie Carsharing und anderes mehr. Aber es ist eine Realität, die zu negieren wäre falsch. Dafür ist unsere Kultur zu lange in diese Richtung gelaufen. Aber die Relationen müssen sich verschieben. Mehr ÖPNV, mehr Radverkehr, mehr Fußgänger und den Autoverkehr zurückdrängen, das muss man ganz klar so sagen, in der Innenstadt. Wie können wir, wenn vor diesem ganzen Hintergrund, Klimawandel und diesem, wie können wir verhindern, dass die Jugendlichen anfangen zu sagen, jetzt fahre ich aber doch lieber Auto statt Fahrrad von nun an, nun da ich kann und darf sozusagen? Also ich habe ja eben mal das Wort, obwohl es vielleicht nicht so unbedingt zu mir passt, hip gesagt. Ne? Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch klarzumachen oder ein Gefühl dafür zu entwickeln und zu leben, dass es einfach ein angesagtes Verkehrsmittel ist, das Fahrrad. Aber da machen wir uns auch sehr viel Gedanken beim ÖPNV. Da erleben wir das ja auch, dass die Schüler, die mit dem Bus oder mit der Straßenbahn zur Schule fahren, auch schon am Jibbern sind, kurz bevor sie 18 werden, endlich Führerschein, nie wieder ÖPNV oder so. Das ist dann meist nach ein, zwei Jahren wieder weg. Aber so dieser mit der Tatsache, dass viele Jugendliche dieses Führerschein machen mit 18, so als Initiationsritus zur Aufnahme in die automobile Gesellschaft wahrnehmen, das wird man nicht so ganz wegkriegen, glaube ich. Aber wenn es gleichzeitig so ist, dass die Benutzung vom öffentlichen Personennahverkehr, der Bahn und auch des Fahrrades eine angesagte, eine zeitgemäße Sache ist, dann wird das auch schwinden, glaube ich, oder wird mindestens an Strahlkraft verlieren. Also das merkt man ja auch im Fahrradbereich. Wir haben ja hier in Bremen diese große Fahrradmesse. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal dort waren. Die findet also alljährlich statt, auch weit über Bremens Grenzen hinaus bekannt. Hier in Norddeutschland die größte Messe dieser Art. Und das geht ja schon sehr stark in die Richtung, für meinen Geschmack ehrlich gesagt schon ein bisschen zu viel, bei dem Fahrradverkehr sozusagen alles auf Coolness zu setzen und auf entsprechende Klamotten und das Ganze drumherum. Das ist fast schon wieder so eine eigene Konsumindustrie, die sich da entwickelt, wo ich dann manchmal auch mit dem Kopf schüttelte. Ne? Es geht also von Accessoires aller Art bis hin zu, naja, ich hätte fast gesagt, Spoilern. Also Sie wissen, was ich meine. Ne? Also das ist sehr stark Lifestyle-mäßig versucht wird, schmackhaft zu machen. Mir persönlich behagt das nicht so, aber ich muss wohl doch zur Kenntnis nehmen, dass viele Leute es gut finden. Nicht? Aber immer wieder, ich glaube, die Vorzüge sind einfach sehr stark. Die Vorzüge des Fahrrades in der Stadt sind einfach sehr, sehr stark. Ich komme schnell von A nach B, ich habe keine Parkplatzprobleme, es tut mir körperlich gut, kann ein gutes Gefühl haben, weil ich zur sauberen Luft beitrage, die Luftverschmutzung und meine. Es sind einfach so viele Sachen, die gut sind, dass ich glaube, dass sich das durchsetzen wird. Auf Dauer, auch in den Ländern, wo es heute noch nicht so ist.